Als nächstes wollen wir uns noch ein weiteres Beispiel anschauen aus dem Buch von Bollhoeffer und Mehrmann. Und zwar das Beispiel einer Kühlrippe. Und was ich jetzt hier machen werde, ist, ich werde erstmal was ganz Einfaches machen, viel, viel einfacher als das, was die dort machen. Die machen eine korrekte physikalische Herleitung der Wärmeleitungsgleichung. Und ich möchte das jetzt hier ganz heuristisch tun. Das heißt, ich möchte denjenigen, die keine Physiker sind, klar machen, dass die Wärmeleitungsgleichung die Gleichung ist, die tatsächlich die Verteilung von Wärme in einem Werkstück beschreibt. Und dazu habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Und gucken wir mal, ob ich das jetzt hier bekomme. Genau, na, da war es schon. Okay, da ist es. Okay, wir stellen uns ein ganz einfaches Experiment vor. Und zwar, wir nehmen an, ein Draht ist zwischen zwei Punkten aufgespannt. Und der wird in der Mitte erhitzt. Und wir wollen wissen, welche Temperaturverteilung stellt sich. Das habe ich hier links oben schon mal so ein bisschen aufgemalt. Und zwar, der Draht ist eingespannt zwischen den Punkten 0 und 1. Außen herrscht eine Außentemperatur T0, das heißt also an den beiden Enden wird der Draht gekühlt auf eine feste Temperatur T0, die uns bekannt ist, keine Ahnung, welche das ist. Wir nehmen an, am Anfang hat der Draht die Temperatur T0, dann setzen wir eine Kerze unten rein und der Draht wird erhitzt und die Frage ist, wie verteilt sich die Wärme, die Wärmeenergie, die diese Kerze in den Draht hineinbringt. Okay, zunächst mal ist klar, wir suchen eine Temperatur, das heißt, wir suchen die Temperatur T von x, t, die Temperatur zum Zeitpunkt t an der Stelle x mit x zwischen 0 und 1. Und wir wissen, die Anfangstemperatur ist 0, das heißt, t von x, 0 ist T0. Okay, überlegen wir uns jetzt, wie sich diese Wärme fortpflanzt, also wie sich überhaupt Wärme weiterverbreitet. Und dazu nehmen wir mal an, dass wir wissen, wie dieser Draht, wie die Temperatur kennen dieses Drahtes zum Zeitpunkt t. Das heißt also, wir kennen t von x, t für alle x zwischen 0 und 1. Wir wüssten gerne, wie sich das weiter verhält. Das heißt, wir wüssten gerne, wie sieht es aus zum Zeitpunkt t plus dt. Und das heißt, wir versuchen zu bestimmen, dass t von x, t plus dt. Okay, hier ist wieder die Situation jetzt in der Nähe eines Punktes x aufgemalt. Und zwar interessiert uns dieser Punkt hier vorne, und im Draht. Und wir wissen gerne, was ist das t von x, t plus dt an diesem Punkt. Naja, was wird passieren, wenn die Temperatur rechts kleiner ist, dann wird sich dieser Punkt abkühlen. Praktisch Energie nach rechts abfließen. Wenn die Temperatur rechts höher ist, dann wird Energie dazukommen, das heißt, dieser Punkt wird sich erhitzen und dasselbe für die andere Seite. Okay, das heißt also, irgendwie haben wir das Gefühl, das muss dann mit Energie zu tun haben. Und es gilt tatsächlich, die Energie, die Wärmeenergie in so einem kleinen Stück Draht ist sowas wie, Volumen des Drahtes mal die Temperatur in diesem kleinen Stück Draht. Okay, das heißt also, die Temperatur in so einem kleinen Abschnitt von hier nach hier auf dem Draht ist sowas wie, so wie ich das eingemalt hier, die Länge ist h, dann kommt noch so ein Drahtquerschnitt wahrscheinlich dazu, den vergessen wir mal. Und auch, es kommen noch diverse Konstanten dazu, die setzen wir alle einfach auf 1. Das heißt, die Energie ist zumindest mal proportional zu h mal t von x, t. Ja, also je höher die Temperatur ist, umso höher ist auch die Energie und t gleich 0 würde entsprechend im absoluten Nullpunkt. Das heißt, man müsste das irgendwie in Kelvin messen oder sowas. Okay, das ist die Energie, die so in einem kleinen Stück Draht drinsteckt. Wir wüssten gerne, was ist die Temperatur zum Zeitpunkt t plus dt. Also was ist die Energie zu dem Zeitpunkt, ist natürlich h mal t von x, t plus dt. Ja, wir betrachten wieder dasselbe kleine Intervall und die Temperatur zu dem Zeitpunkt wäre also gerade h mal t von x, t plus dt. Okay, das ist die alte Energie, die schon drin war, plus das, was von den beiden Seiten dazugekommen ist.
Okay, und jetzt überlegen wir uns, was kommt da dazu? Naja, also wenn das hier die Temperatur ist zum Zeitpunkt t von x, t, wenn das hier ist das t von x plus h, t, naja, dann sehen wir, jetzt ist es rechts kühler. Das heißt also, es würde Temperatur nach rechts abfließen, ja, oder Energie nach rechts abfließen. Okay, wie viel wird abfließen? Naja, das wird irgendwie von der Steilheit dieser Geraden hier vorne abhängen, von der Verbindung zwischen den beiden. Okay, das heißt, was müssen wir ausrechnen? Wir müssen sowas ausrechnen wie die Steigung dieser Linie, dieser Gerade zwischen diesen beiden Punkten. Ja, der Abstand ist h, der Unterschied zwischen den beiden Temperaturen ist gerade t von x plus h, t minus t von x, t. Das heißt also, wir werden vermuten, das ist sowas wie eine Konstante mal, und die Konstante lasse ich wieder weg, 1 durch h mal t von x plus h, t minus t von x, t. Okay, das ist alles vernünftig. Und ja, jetzt kann man sich noch schnell überlegen, naja, also es wird natürlich umso mehr Energie dazukommen oder abfließen, je länger diese Zeit dt ist. Das heißt, ich muss das Ganze nochmal mit dt multiplizieren, damit das überhaupt erstmal vernünftig sein kann. Das ist das, was über die rechte Seite abfließt oder dazukommt. Dasselbe müssen wir auch noch über die linke Seite machen. Da kommt also nochmal so hin, t von x minus h, t minus t von x, t. Wieder mal dt. Das ist natürlich jetzt nicht absolut korrekt, denn ich habe jetzt die Temperatur in dem ganzen Draht dargestellt durch t von x, t hier vorne an diesem einen Punkt. Aber dieses Draht, die Temperatur ist in Wirklichkeit natürlich ein bisschen unterschiedlich in diesem kleinen Abschnitt. Aber das wird umso genauer, je kleiner ich das h mache, und auch natürlich umso genauer, je kleiner ich das dt mache. Okay, das heißt, das Ganze würde korrekt, wenn ich jetzt hier h und dt gegen 0 laufen lassen. Und das ist wieder unsere Idee. Und um das vorzubereiten, teilen wir zunächst mal, wie wir das jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, durch h mal dt und bringen zusätzlich das t von x, t da vorne auf die linke Seite. Und dann bekommen wir erstmal t von x, plus dt. Das h geht weg, haben wir durchgeteilt. Minus t von x, t. Das ist dieses hier. Geteilt durch h, da geht das h dabei weg, und dann h mal dt, das heißt, es gibt insgesamt ein dt, ist gleich 1 durch, naja, also wir haben durch h geteilt, 1 durch h hatten wir schon, gibt hier vorne ein 1 durch h Quadrat, mal das dt geht weg, durch das haben wir geteilt, und dann steht hier ein t von x plus h, t minus 2 mal t von x, t plus t von x minus h, t. Ja, und das ist alles. Okay, jetzt wieder unser alter Trick. Wir lassen dt und h gegen 0 gehen. Und dann sehen wir schon die linke Seite hier vorne, t von x, t plus dt minus t von x, t durch dt. Das ist die Ableitung von t nach der zweiten Variablen. Das heißt, das ist sowas wie d nach dt, t von x, t. Ja, und wenn Sie sich an partielle Ableitungen nicht mehr so genau erinnern können, das ist einfach nichts anderes als die Ableitung von t nach der zweiten Variable. Also die Ableitung von groß t nach t. Okay, auf der linken Seite, wenn wir h gegen 0 gehen lassen, das sieht ein bisschen unangenehmer aus im ersten Augenblick, aber wir machen mal einfach eine Taylor-Entwicklung von t von x plus h, t, und das ist das, was wir später ganz, ganz häufig machen werden. Und zwar um den Punkt t von x, t, und dann haben wir sowas, das ist sowas wie t von x, t plus h mal, naja, die Ableitung von t nach der ersten Variablen, also nach x, das ist also d nach dx, t von x, t. Und dann die zweite Ableitung plus h Quadrat halbe, d Quadrat nach dx Quadrat, t von x, t.
plus irgendwelche Terme, die mindestens mal h hoch 3 haben. Ja, stellen Sie sich vor, irgendein beliebiges Restglied. Und der zweite Term hinten, das t von x minus h, t, da machen wir auch eine Taylor-Entwicklung dafür. Auch wieder um den Punkt t von x, t. Und dann gibt es gerade so ein t von x, t minus h mal d nach dx. Also einfach nur Ableitung nach der ersten Variablen. T von x, t plus h Quadrat halbe t von x, t. Upsala. Da habe ich jetzt Blödsinn gemacht hier. Ja, das sollte ich nicht tun. So, das mache ich für Sie ein bisschen wieder größer. Wenn mich hier noch lässt. Ja, das macht er. So, h Quadrat halbe mal die zweite Ableitung von t wieder nach der ersten Variable. Plus irgendwelche Terme in mindestens h hoch 3, stellen Sie sich wieder vor, das ist so als das wie ein schlömmelisches Restglied oder irgendwas. Okay, jetzt schauen wir, was wir hier haben. Diese Taylor-Entwicklung werden wir ganz häufig benutzen. Wenn Ihnen nicht mehr so vertraut ist, wie eine Taylor-Entwicklung funktioniert, schauen Sie sich das bitte in Ihrer Analysis 1 einfach nochmal an. Okay, das heißt, wir haben ein 1 durch h Quadrat und dann diese große Klammer. Jetzt rechnen wir diese große Klammer aus. Da steht erstmal vorne t von x, t aus der Entwicklung des ersten Terms. Dann eine t von x, t aus der Entwicklung des zweiten Terms. Mach 2t von x, t. 2t von x, t ziehe ich auch ab. Das heißt, die beiden gehen gerade weg. Das heißt also, das hier, die gehen gerade weg. Okay, dann, was haben wir noch? Wir haben diese ersten Ableitungen hier vorne, diesen und diesen. Und da sehen Sie, wenn ich das oben einsetze, gehen die auch gerade weg. Das heißt, das Einzige, was überbleibt, ist hinten dieser Term mit der zweiten Ableitung. Das heißt, wenn ich das aufschreibe, dann ist das nichts anderes als ein h-Quadrat halbe. Naja, und das ist jetzt schön, weil das geht gerade gegen dieses h-Quadrat weg, das wir sowieso da schon stehen haben. Das heißt also, das ist genau dasselbe wie 1 halb mal 2 geht auch weg. Die zweite Ableitung von t nach der ersten Variablen an der Stelle x und t. Okay, gut. Dazu kommt noch irgendein Restglied. Das hat aber irgendwas mit h hoch 3. Das heißt, bei dem h hoch 3 durch h Quadrat bleibt ein h über. Für h gegen 0 geht das alles gegen 0. Das heißt also, für h gegen 0 haben wir tatsächlich d nach dt von x, t ist d Quadrat nach dx Quadrat groß t von x, t. Okay, diese Gleichung, die wir jetzt hier stehen haben, also d nach dt, ich schreibe die nochmal hin, d nach dt, t von x und t, gleich d Quadrat nach dx Quadrat t von x, t. Das bezeichnet man auch als Wärmeleitungsgleichung. Und ja, das heißt, das beschreibt, wie sich Wärme in einem Werkstück ausbreitet. Und jetzt schauen wir uns an, warum haben wir unser Problem jetzt eigentlich noch nicht so richtig gelöst? Naja, also was wir jetzt die ganze Zeit über vernachlässigt haben, ist, dass wir unten ja auch noch eine Kerze drunter stehen haben. Das ist eine Kerze und die bringt zusätzliche Energie in das ganze System mit ein. Das heißt also, unsere Bilanzgleichung, die wir am Anfang hier gemacht haben, die ist nicht vernünftig. Es kommt nicht nur von links und rechts an dieser Stelle Energie rein, sondern unter Umständen auch durch die Kerze selbst. Das heißt also, an der Stelle X bringt die Kerze eine gewisse Wärmeenergie ein. Diese Wärmeenergie bezeichne ich mal mit S von X. Und je größer dieses Intervall ist und je länger die Zeit ist, umso mehr Wärmeenergie wird an dieser Stelle auch eingebracht. Das heißt also S von x mal h mal dt steht hier vorne eigentlich. So, und das Ganze zieht sich natürlich durch. Ich teile anschließend durch h mal dt
Und das heißt, was am Ende noch überbleibt, ist, naja, ist diese Gleichung plus ein Quellterm, S von x. Und das ist gerade die Wärmeenergie, die unsere Kerze an der Stelle x einbringt. Okay, gut. Das heißt also, wir haben noch eine Quelle S von x hier vorne, die mit dazu kommt. Okay, das, was wir hier stehen haben, ist jetzt eine Differentialgleichung in zwei Variablen. Also damit eine partielle Differentialgleichung. Und partielle Differentialgleichungen sind sehr unangenehm. Deshalb werden wir das gerne los. Und wie können wir da argumentieren, dass wir einen Teil davon vielleicht gar nicht brauchen? Naja, uns interessiert häufig der stationäre Zustand. Das heißt, wir wollen gar nicht wissen, wie der Draht und welche Temperatur der Draht zu welchem Zeitpunkt hat, sondern angenommen, wir warten eine Minute, dann wird sich die Temperatur des Drahtes gar nicht mehr ändern, weil wir an den Rändern tatsächlich immer auf dieselbe Temperatur abkühlen. Es wird sich eine feste Temperatur einstellen, das werden wir zumindest erwarten. Und die wollen wir vielleicht ausrechnen. Ja? Und wie könnte man so eine feste Temperatur definieren? Naja, also wenn die Temperatur sich in der Zeit nicht ändert, heißt das, dass die Ableitung nach t gleich 0 ist. Das heißt, für diesen Grenzzustand würde gelten, d nach dt von der Temperatur ist 0. Okay, das würde in unserer Gleichung bedeuten, dass dieser linke Teil hier vorne tatsächlich komplett rausfällt. Das heißt also, wenn wir eine stationäre Gleichung betrachten, und das heißt einfach nur, wir erwarten, dass unsere Temperatur nicht mehr von der Zeit abhängig ist. Dann ist der erste Teil da vorne 0 und wir bekommen eine viel einfachere Gleichung, nämlich das d² durch dx². Ups. Ich muss da doch ein bisschen mehr aufpassen. d² durch dx², t von x, t ist gleich minus s von x oder wenn Sie wollen, minus d² nach dx², t von x, t ist gleich s von x. Naja, aber es soll ja gar nicht mehr von der Zeit abhängen. Das heißt also, die Abhängigkeit hier vorne von dem t, die kann ich tatsächlich rausmachen. Und wir bekommen einfach nur, von x. Und das heißt, wir bekommen einfach nur die einfache Differentialgleichung, die gewöhnliche Differentialgleichung, zweite Ableitung der Temperatur nach x minus die zweite Ableitung der Temperatur nach x ist gleich s von x. Okay, das heißt also in der üblichen Schreibweise lautet unsere Gleichung einfach minus t2' von x ist gleich s von x. Okay, und diese Gleichung bezeichnen wir auch gerne als Poisson-Gleichung oder als vereinfachte Wärmeleitungsgleichung, stationäre Wärmeleitungsgleichung. Okay, wenn wir jetzt eine Lösung ausrechnen wollen, dann brauchen wir natürlich unsere Anfangsbedingungen. Und da werden Sie sich vielleicht noch erinnern, das wurde ja am Rand gekühlt auf eine Temperatur T0. Das heißt, es gilt T von 0 gleich T0 und es gilt T von 1 gleich T0. Okay, wenn das so ist, dann haben wir im Grunde so etwas Ähnliches, so ein ähnliches Problem, wie wir es vorher mit dem Autositz gehabt haben. Also wir haben einmal unsere Differentialgleichung, diesmal eine zweite Ordnung, also mit so einem T2'. Und ja, wir haben Anfangswerte gegeben. Na, Moment, das sind ja jetzt eigentlich keine Anfangswerte. Bei Anfangswertaufgaben war es so, an einer Stelle, ja, da haben wir alle Angaben gegeben zu einem festen Zeitpunkt und dann rechnen wir in der Zeit weiter. Hier sieht es ja jetzt ein bisschen anders aus. Wir haben nicht an einem Punkt auf dem Draht alle Werte gegeben, sondern wir haben einen Punkt links, einen Wert links gegeben, einen Wert rechts gegeben. Das heißt also, wir haben die Werte auf dem Rand gegeben für dieses Intervall. Und deshalb heißt dieses Problem, das wir hier haben, auch ein Randwertproblem. Ja, und ich hoffe, Sie sehen den Unterschied. Ja, bei einem Anfangswertproblem, da haben wir alle unsere Werte haben wir gegeben an der Stelle 0 zum Beispiel. Und hier haben wir jetzt einen Teil gegeben, einen Teil der Werte an der Stelle 0, einen Teil der Werte an der Stelle 1. Und das ist tatsächlich ein fundamental unterschiedliches Problem. Solche stationären Randwertprobleme oder solche Randwertprobleme werden wir uns im Laufe der Vorlesung auch anschauen und wir werden insbesondere sehen, dass das sehr eng zusammenhängt mit der Lösung linearer Gleichungen.
Hier haben wir das Ganze jetzt eindimensional betrachtet. Im Buch von Bolloffer und Mehrmann ist das Ganze ein bisschen komplizierter gemacht. Da haben wir nämlich nicht einen Draht, sondern da ist die Idee, wir haben eine Platte. Und wir wollen die Temperaturentwicklung dieser Platte uns anschauen. Und was wird sich da ändern? Also ohne, dass wir jetzt hier so wahnsinnig viel machen. Naja, also die Temperatur kann da natürlich nicht nur nach links und rechts abfließen, sondern die kann auch nach oben und unten abfließen. Das heißt also, erstmal haben wir auf dieser Platte eine Temperatur T von x, y und t, ja, mit x und y zwischen 0 und 1. Und das Ganze kann jetzt nicht nur nach oben und unten abfließen, sondern auch nach rechts und links. Das heißt also, wir erwarten, dass hier vorne die zweite Ableitung nicht nur in der horizontalen genommen werden muss, sondern auch in der zweiten, in der vertikalen. Und genau das passiert. Die entsprechende Differentialgleichung, die man bekommt, ist minus d² nach dx², t von x, y und t, minus d² nach dy², t von x, y und t, ist gleich s von x. Ja, und die Herleitung geht genauso, wie wir es da gemacht haben. Wenn Sie eine vernünftige physikalische Herleitung haben wollen, schauen Sie einfach ins Buch rein, dann sehen Sie es tatsächlich sofort, wie es geht. Okay, gut. Diese beiden Gleichungen werden wir uns tatsächlich ein bisschen länger anschauen. Und was sollten Sie mitnehmen aus dieser Herleitung? Sie sollten eigentlich nur mitnehmen, dass dieses Randwertproblem, das ich Ihnen hier oben hingeschrieben habe, das Randwertproblem für gewöhnliche Differentialgleichungen, und ich möchte das nochmal hier ein bisschen stärker machen. Ne? Das funktioniert jetzt nicht. Also, gut. Dieses Randwertproblem. Das ist tatsächlich eins, was dann wirklich eine Anwendungsaufgabe beschreibt. Und ja, das heißt, es macht Sinn, sich dieses Problem auch wirklich anzuschauen.